Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV's Video und herzlich willkommen zu einer neuen Squad Beta von mir. Wie immer seht ihr das Team jetzt schon im Hintergrund und ich muss euch sagen, es besteht fast nur aus Tempos, ein richtig sweatiges Team, kann man glaube ich so sagen, richtig OP da vorne mit diesen drei Angreifern von AS Rom, Gervinho, Dumbia und Ibarbo. Ich musste einfach ein Team drum bauen, keine Ahnung warum, ich muss das einfach mal ausprobieren mit den drei da vorne. Hab zwei Spiele gemacht und zweimal gewonnen, einmal 4-0 und einmal 3-1. War auch deutlich überlegen und die drei da vorne sind richtig abgegangen. Aber wir beginnen wie immer im Tor. Da haben wir von Real Madrid Iker Casillas, die Torwartlegende, die im Moment spielt er nicht so gut, aber ja, es wird auch immer älter. Aber er hält trotzdem sehr gut. Aber früher hat er halt Weltklasse gehalten. Jetzt denke ich nicht mehr. Ist aber, ja, verschiedene Meinungen gibt es da. Will ich mich auch nicht drum kümmern so unbedingt. Zu Casillas in FIFA 15, Rechten und Reflexe sind richtig stark. Ballsicherheit und Positionsspiel, ja, das geht schon in Ordnung. Linker Innenverteidiger ist ebenfalls von Real Madrid, Varane oder Varan. Da kann man auch Sergio Ramos empfangen, aber Ramos kostet eindeutig mehr als Varan. Deswegen, ja, habe ich ihn mal gekauft, weil er auch sehr gute Werte hat, sehr gutes Defensivspiel mit 83, gutes Tempo und gute Physis hat er auch. Also ein sehr starker Innenverteidiger. Neben ihm spielt Onua von Queen's Park Rangers mit 83 Tempo. Es ist ein richtiges Tier da hinten drin, ist ein richtiger Bulle, wenn man dem auf dem Feld sieht, da im 4-15, ist richtig breit gebaut. Hat defensiven Physiswerte, gehen auch in Ordnung, aber sein Tempo sticht vor allem heraus. Sehr schnell unterwegs, seine Innenverteidigung. Linker Verteidiger ist Jordi Alba oder Jordi Alba. 92 Tempo ist richtig, richtig schnell. Also als Linksverteidiger ist das richtig genial da. Und sein Dribbling ist auch sehr gut und seine Defensivwerte gehen auch in Ordnung. Rechtsverteidiger ist Kyle Walker von Tottenham, von den Spurs. Ein Tempo weniger als Alba. Also wie gesagt, ist ein sehr schnelles Team. Und seine Defensive, vor allem Physis, 80 Physis, geht vor allem in Ordnung, richtig stark da. Aber vor allem sein Tempo, genauso wie Alba, 91 Tempo ist richtig, richtig stark. Alba 92, Varane 76 und nur 83, also richtig, richtig schnell unterwegs die Verteidigung. Und die Verteidigung gefällt mir auch richtig gut. Zwei in der Mitte, die beiden Innenverteidiger sind sehr bullig und sehr kopfballstark und außen sind die beiden Außenverteidiger richtig, richtig schnell unterwegs und Iker Casillas hält bisher, also in dem ersten beiden Spiel hat er auch sehr gut gehalten. Im Mittelfeld haben wir drei ZMs, beginnen wir in der Mitte, da ist Guarin, der hat ja vor ein paar Tagen, also Mittwoch, ein Inform bekommen und den kann man natürlich auch daneben, hat sehr geile Werte da als Inform. Ich weiß aber nicht, wie viel er im Moment kostet, vielleicht werde ich nochmal zulegen und ihn mal ausprobieren. Sehr starke Füße, 85 Füße ist richtig stark, 81 Dribbling sind seine beiden besten Werte auf der Karte. Rechter ZM ist von Arsenal, Jack Wilshere, Sentinel als Chemistil und Passen und Dribbling sind seine besten Werte. Tempo geht auch einigermaßen in Ordnung. Und unser Spielmacher, würde ich jetzt mal so sagen, ist James Rodriguez, hat aber dafür auch eine gute Physis mit 72, 1,80 groß, ist auch gut für ein ZM. Dazu hat er noch sehr starke Werte bei Passen und Dribbling und sein Tempo und sein Schuss mit 80 geht auch völlig in Ordnung. Hat auch schon einmal geknipst bei mir und kostet ca. 15.000 Münzen. Mittelfeld, ja, ich denke mal, Wilshere und Guarin eher defensiver und wie gesagt, Rodriguez halt ein offensiver Spielmacher, aber die anderen beiden wie Jack Wilshere und Guarin sind auch vorne sehr gut mit ihrem Schuss und mit ihrem Tempo, das geht völlig in Ordnung da, also sehr gutes Mittelfeld, genauso wie die Abwehr, zwar nicht so schnell, aber halt dann auch defensivstark, nämlich Zweikampfstark, meinte ich. Und ja, jetzt kommen wir zu den drei Stürmern da vorne, halt Gervinho, Dumbia und Victor Ibarbo. Dumbia und Ibarbo zu AS Rom gewechselt und Gervinho und Dumbia haben auch noch so einen Hyperlink, weil sie beide von
deine Nationalität Elfenbeinküste kommt. Gervinho hat 93 Tempo, richtig schnell. Dummy hat ebenfalls 93 Tempo und der geupgradete Ibarbo hat 91 Tempo. Richtig, richtig schnell da vorne. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, das Team. Das geht wirklich richtig ab, kostet auch nicht so viel. Ich glaube, Rodriguez ist, glaube ich, der teuerste, oder? Ne, also wo ich das Team gekauft habe, war Dummy der teuerste, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch gesunken. Können wir nochmal schnell nachgucken. Preisvergleich, wie viel er im Moment wert ist. Ja, 5.000 nur noch so ungefähr. Also ist echt stark gesunken. Habe ich zwar Verlust gemacht, aber ich wollte ihn halt so schnell wie möglich haben. Ja, halt ein sehr schneller Sturm meine ich natürlich. Sorry für den Versprecher, kommt immer mal wieder vor. Und ja, dann war's das von diesem Squad Builder. Wenn euch das Team gefällt, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Und wenn euch das Video ebenfalls gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Müsst ihr unbedingt mal nachbauen, das Team ist richtig, richtig schnell. Und das ist ja in FIFA 15 einer der Hauptsachen da, wenn man gewinnen will. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, macht es gut und ciao!